mein Gott, was habe ich gemacht? Nee, sieht aus wie Menstruationsblut. Ratatata! You think I'm lying? Yep, I've been lying. Hallo, wie geht's? Ich hoffe gut. Mir geht's gut, ich habe ein bisschen rote Backen. Das liegt daran, dass ich einen Sekt getrunken habe. Womit wir auch schon beim Thema wären. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Haarfarbe ihr am liebsten an mir sehen würdet. Und da kamen echt coole Farbideen bei raus. Ich habe das auch alles gescreenshottet. Das können wir heute aber leider nicht machen. Weil, so wie es aussieht, habe ich im September noch einen Dreh. Und da habe ich diese Haarfarbe angegeben, sprich rot-schwarz. Und das sollte ich bis dahin dann halt einfach auch behalten. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt einfach nur die Haare färbe. Ich schneide die mir auch noch und das alles im Suff. Also ich werde mir nicht komplett abschießen, ne? Aber ich habe Baileys Erdbeer. Aber damit wir anfangen können, gehe ich mich jetzt mal umziehen. Let's start. Da bin ich wieder. Das wird wieder ein bisschen dauern. Sprich, ich werde mir jetzt mal ein Proviant erstmal zulegen hier. Ich habe heute alles das gekauft, was ich nie kaufen würde, weil eigentlich trinke ich keinen Alkohol. Eigentlich ist es auch gar nicht gut. Don't drink and drive. Am besten trink gar keinen Alkohol, weil ist eh komplett für den Arsch. Und ich habe schon sehr, sehr lange keinen Alkohol mehr getrunken. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal betrunken war. Wir werden das heute mal herausfordern und mal gucken, was dabei rumkommt. Ganz fancy aus einem goldenen Strohhalm, den ich gerade aus meinem Sekt geholt habe. Io. Oh, zu. Nee. Ich stelle es mal weg. Ich bleibe bei meinem Sekt. Wir fangen an. Ich parte meine Haare. Oh, ich habe meine Bürste vergessen. Egal, ich nehme den Kamm. Seht ihr, ich habe voll die langen Haare gekriegt und meine Spitzen, ouch, sind halt mega am Arsch. Und ich möchte gerne so ein bisschen abschneiden, so bis hier oder so. Cheers. Das ist schon wieder viel zu weit weg. Man kann das nie zu 100% machen hier. Bisschen krumm. Ich denke, das ist okay. Also wir fangen unten an, haben wir ja so gelernt. Doch nicht. Ich dachte, ich muss niesen. Los geht's. Warum mache ich das? Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Ich habe einfach alles da reingekippt in die Schüssel. Warum? Warum habe ich es in die Schüssel gekippt? Das ist after. After. Okay. Was? Okay. Hallo, das geht gar nicht. Vermischt sich gar nicht richtig. Vermischt dich doch mal. So, die Flasche ist blau und es kommt oben raus. Ich schätze mal, es ist fertig. Okay, ich fange an. Unten. Ich hasse das wieder mit diesem scheiß Pinsel. Ich mach's hier mal einfach jetzt so. Hallo, geht es jetzt hier mal? Oh. Nein, direkt auf meine Hose. Und ich habe noch gesagt, bitte nicht auf meine Hose. Oh, das gibt einen riesen Bleichfleck. Oh nein, mein Hals. Oh shit. Nein, es brennt. Ich muss das mit dem scheiß Pinsel machen hier vorne. Oh, bin ich überhaupt noch in meiner richtigen, auf der richtigen Seite? Und
Kamerad von mir hat noch geschrieben, mach's nicht, das geht daneben. Ich sag, ich erinnere dich, Müll rauszubringen. Nein. Der Alexa doch jetzt nicht. Ich erinnere Alexa, dich. Alexa, stopp. Oh, ich glaube, ich habe hier schwarze Haare mit dabei, Leute. Upsi. Oh. Ich weiß nicht, ob das schon gut ist. Reicht es schon eigentlich? Ah, das hier unten ist noch nicht. Das ist noch schwarz hier. Ratatata! I'm in the ghetto. Das hat sich echt gerade so angehört. Soll ich das ausspülen oder was? Ich spüle aus. Ich habe die jetzt mal ausgewaschen und geföhnt natürlich. Ich schätze, Leute, ich kann das hinten nicht sehen. Aber ich schätze mal, es ist ganz okay geworden. Ich färbe das jetzt rot. Und die Seite schwarz. Ja, das mache ich jetzt. Erst trinke ich noch einen. Los geht's! Oh mein Gott, die haben einfach mal schwarze Handschuhe. L'Oreal, wie fancy. Jetzt ist er mir runtergefallen. Ich brauche Handschuhe. Oh, mein Körper wird schwer. Jesus. Was mache ich denn zuerst? Die schwarze oder die rote Seite? Das habe ich mich im letzten Video auch gefragt und ich weiß die Antwort nicht mehr. Hier ist die Instruction. Die ist falsch rum. Hi. Schutz. Let's go. Okay, mach das nicht. Ich glaube, es hat mir gerade meine ganzen Haare weggeätzt. Meine ganzen Nasenhaare sind weggeätzt. Das ging bis in die Stirn rein. Das ging bis hier rein. Oh, guck, hier steht auch. Schrauben Sie sofort den... ich kann nicht mehr lesen. Kannst du aussprechen? Mach's auch nicht. Alexa, spiel Shake It. Shake It Off von Taylor Swift auf Amazon Music. Das kommt hier alles raus. Oh mein Gott. Ich klebe an diesem... Oh, ich klebe da richtig dran. Ne? Ich schwitze richtig heftig doll. Heftig doll. Nee, andere Seite. Ja. Nein. Ja, darunter. Rede ich ernsthaft mit meiner Hand? Nein. Es brennt wie die Hölle. Oh, ups. Oh nein, das... Ups. Nein. Alexa, spiel I Fucked It Up. Sieht aus wie Menstruationsblut. Für alle, die dies nicht interessiert. I don't care. I know. Weiter geht's. Ich soll den anrufen. Das ist ja ekelhaft. Ich hab das auf TikTok gesehen. Und es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe überall Farben. Ach Gott, nein. Mein ganzes Gesicht ist schwarz. Ich sehe aus wie Kacke. Alexa, spiel Bitches Broken Heart. Oh, hier ist ein riesen Falter drin. Oh mein Gott. Ich werde es jetzt ausspülen, bis gleich. Leute, ich bin da. Ich bin hier unten. Und warum? Weil ich spannend machen will. Ich habe die gewaschen und geföhnt.
Komm, ey, jetzt sag mir noch mal einer. Ich kann das nicht im Suff. Okay, gut. Jetzt muss ich die auch noch schneiden. Ich habe gar keine Schere. Ich bin in der Küche. Wo ist meine kleine Schere? Hier. Was wollte ich denn jetzt als nächstes machen? Ach, schneiden. Das ist doch nicht die. Sorry, aber wenn Rihanna das nicht singt, dann will ich das gar nicht hören. Oh, das geht richtig daneben, Digga. Das geht richtig daneben. Aber die sind halt einfach echt am Arsch. Oh, daneben. Nicht, was ich mache. Ne? Ich mache mal einfach nur. Ich habe nie eine Ahnung von dem, was ich tue. Ich habe mir auch meinen Pony geschnitten. Ganz alleine. Einfach so. Aber es sah gut aus am Ende. Guckt euch an. Keine Ahnung. Ich schneide auch nur die Spitzen so ungefähr. Oder? Jetzt ist schon zu spät. Ich habe gar kein... Aua. Ah. Ah. Wenn jetzt noch so ein paar lange Futzeln dabei sind, schneide ich hier einfach ab. Das muss doch auch nicht 100% sein, oder? Ich muss jetzt aber die andere Seite halt genau auf dieselbe Höhe kriegen. Also ich muss die Seite praktisch genauso abschneiden wie die andere. Ich glaube, ich habe nur so... Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob das gleich ist. Ich mache das jetzt einfach und gucke, was dabei rauskommt. Weil, Leute, ich habe die Zeit einfach auch nicht. Ich will auch irgendwann ins Bett und so... Und? Ist ziemlich gleich, oder? Es kann natürlich auch sein, dass ich schiel und morgen denke, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Aber aktuell denke ich, dass es ziemlich gleich ist. Aua. Ups. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich sollte lieber aufhören. Oh nein, die schneit wahllos in meinen Haaren rum. Ich kann das nicht bringen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay, dann mache ich mich jetzt... Was? Ich werde mich jetzt nochmal frisch machen für euch. Frisch schminken und mich umziehen. Und dann zeige ich euch das Endresultat meiner Haare. Okay, bis gleich. Tschüss. 6.5 hours later. Hi, sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen eskaliert noch. I cannot do this, Snowflake. Mein Fisch wartet, sagt der Kapitän zum Land, sag mir, es ist noch. Und jetzt bin ich gesperrt für mein Live auf TikTok. Für immer. Das ist mein final look. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja, und an der Stelle war es das jetzt auch mit dem Video. Ich werde nichts mehr dazu sagen. Das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich sowas mache. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.